Hallo und herzlich willkommen im Bernecker TV. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einem neuen Format unter dem Label Gäste im Bernecker TV. Und ein Ziel dabei ist, auch externe Persönlichkeiten vor die Kamera zu bekommen und damit eben auch zusätzliche Blickwinkel und eine Bereicherung unseres Blumenstraußes, was die Themen angeht oder beziehungsweise die Blickwinkel angeht, hier im Rahmen von Bernecker TV. Heute steigen wir auch gleich mit einem Experten ein, den viele von Ihnen bereits kennen dürften. Ich darf gleich sprechen mit Robert Halver von der Baderbank. Sie dürfen gespannt sein, meine Damen und Herren. Gleich starten wir durch. Ich begrüße ganz herzlich Robert Halver, der uns zugeschaltet ist. Hallo, Herr Halver. Ich grüße Sie. Ich bin sehr dankbar, bei Ihnen zu sein. Herr Bernecker war schon in meiner Studienzeit einer meiner großen Helden. Sehr schön. Ja, meine Damen und Herren, Robert Halver ist Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank, blickt auf viele Jahre Erfahrung am Kapitalmarkt zurück und hat außerdem die Stärke, so locker über die Börse zu sprechen, dass man als Zuschauer und Zuhörer dabei keine Staublunge bekommen muss. Herr Halver, vielen Dank schon mal für dieses Gespräch und wir kommen auch gleich zur Sache. Die Kapitalmarktanalyse vom 7. Mai auf Ihrer Webseite www.roberthalver.de ist überschrieben mit Was nun Aktienrallye? Steigen wir also erstmal mit einem allgemeinen Blick, mit einem groben Überblick auf das Marktgeschehen ein. Wie ist Ihr Blickwinkel auf das Geschehen? Ja, man könnte sagen, die einfachen Gewinne sind gemacht. Wir haben ja sehr viele positive Nachrichten. Wir sind ja im Mai, man könnte sagen, die Börsen haben ausgeschlagen wie Bäume. Wir haben Corona, was absehbar ist, dass es mehr Öffnungen gibt. Wir haben eine fulminante Konjunkturerholung. In diesem nächsten Jahr wachsen wir ja weltwirtschaftlich so stark wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Gleichzeitig bleiben aber die Notenbanken sehr optimistisch, weil sie gar nicht wollen, dass der Konjunkturaufschwung denn irgendwie abgebremst wird. Normalerweise wäre das Feuer frei für die Märkte. Aber dann muss man natürlich auch sicherlich feststellen, die Berichtssaison ist ja auch sehr gut gelaufen. Da ist vieles jetzt verfrühstückt. Das heißt für mich nicht, dass die Aktienmärkte ist reif für eine dramatische Konsolidierung sind. Aber wir werden jetzt nicht über die Sommermonate jetzt, ich sag mal, alle Nase lang ein neues Allzeithoch machen, sondern ich glaube, es ist sehr viel wichtiger, dass man jetzt eine Etage weitergeht und bei den Branchen genauer hinschaut. Also mehr eine Rotation, Branchenrotation macht vielleicht auch auf oder sicherlich auch auf internationaler Ebene. Mal läuft Amerika, mal läuft besser Europa, mal die Hightech-Werte, dann die Growth-Titel, die Value-Titel, vielleicht Klimaschutz. Das muss man mehr im Griff haben. Aber da bin ich mir ganz sicher, solange das Megathema Geldpolitik uns nicht verlässt, und da kann Frau Janet Yellen, die Finanzministerin, reden, wie sie will, da wird nicht viel anbrennen, muss man um die Aktienmärkte keine Chance, keine Angst haben. Und Zinssparen bleibt auf jeden Fall weiterhin extrem unattraktiv. Ich sage es deutlich, so unattraktiv wie Fußpilz. Wie Fußpilz, schönes Bild. Herr Halver, bleiben wir aber bei der Berichtssaison noch ein wenig stehen. Es gab viele Zahlen in den vergangenen Wochen und dabei zählt es ja nicht nur absolut gut zu performen, sondern auch wie die Zahlen relativ zu den Erwartungen aussehen. Und die Dammregel ist natürlich, je höher die Erwartungsmesslatte, umso schwieriger ist es für die Unternehmen, diese zu überspringen. Also was ist die Quintessenz aus dem bisherigen Bild bei dieser Berichtssaison für Sie? Sehr positiv. Ich bin nie ein großer Anhänger der Berichtssaison im Sinne der Vergangenheitsbewältigung gewesen. Also was haben die Ergebnisse gebracht, die Umsätze im letzten Quartal, in dem Fall im ersten Quartal, sondern mehr, wie fallen die Ausblicke aus? Das ist ja viel mehr interessanter. Börse bezahlt Zukunft, so ein bekannter Börsenkarlauer. Und auch die Ausblicke sind ja, wie ich finde, sehr stabil. Erfreut natürlich dann auch das Fundamentalherz. Ich komme aus der Primäranalyse früher, Maschinenbau, Automobile und Telekom, sehr positiv. Aber wenn man das jetzt mal wieder runterbricht auf die Branche, zum Beispiel Hightech, die haben ja so dramatisch positive Ergebnisse abgeworfen, dass man sich schon fragen muss, kann man das noch toppen, wenn Corona jetzt nicht verschwindet, leider nicht, aber zumindest sich die Wirtschaftsöffnungen wieder zeigen, dass man weniger nur Onlinehandel macht, zu Hause Homeoffice sitzt, sondern wieder rausgeht an die frische Natur. Ich glaube, das ist dann der Effekt, wo man sagen muss, nicht sell in May, sondern sell on good news, wo man einfach mal rausgeht und sagt, das brauche ich im Moment weniger, weil es ist ein bisschen ausgelutscht, dass man viel stärker dann auf die Branchen schaut, wo wir in Zukunft sagen, das sind die gefallenen Engel, die brauchen mehr Flügel, die müssen in ein bisschen mehr Flügel wachsen, wie zum Beispiel im Bereich Reisetouristik oder Fluglinien oder Flughafenbetreiber. Da ist dann viel mehr zu holen. Und das wird dann auch in der Berichtssaison immer klarer, wenn das bisschen, was jetzt noch kommt, dass der Ausblick auch gerade für die gefallenen Engel dann doch sich etwas auftun wird. Ausblicke sind wichtig, sind positiv, aber
schauen, dass die Großkopferten, also die Covid-Gewinner waren, dass man die nicht mehr einseitig spielt. Der Markt ist breiter geworden, was übrigens auch sehr wichtig ist. Ich vergleiche mal die Marktbreite mit einem Substanzwert. Ich bin ja auch einer, mich haut ja auch so schnell nichts um. Also wenn die Märkte breiter sind, nicht nur Hightech wie im letzten Jahr, sondern eben auch in der Berichtssaison klar wird, jetzt kommen auch die Zyklika wieder oder Klimaschutz, ja, dann ist das eine schöne Marktbreite, die dazu führt, dass der Markt da unten gut abgesichert ist. Okay, das ist ein gutes Stichwort, Marktbreite. Schauen wir dann noch auf den breiten Markt, konkret auf den S&P 500. Der nämlich liegt grob 15% über seiner 200-Tage-Linie, ist also schon ordentlich weit vorausgelaufen. Ordentlicher Schluck aus der Pulle ist bereits genommen. Wie erwarten Sie hier den kurzfristigen Marktrahmen, speziell beim amerikanischen Aktienmarkt? Ja, das ist die Biden-Rallye hier. Biden gibt ja nun Vollgas. Macht ja nicht nur riesige Schulden, wie sein Vorgänger auch übrigens wie sein Vorvorgänger, aber diese Schulden werden gut investiert. Sicherlich auch in die Versöhnung Amerikas, was wichtig ist, wenn man Amerika sich ein bisschen auskennt. Ich habe viele Freunde, Bekannte da, die sagen, hier war einiges kaputt, das musste, ja, ich sage es so, fast mit Johannes Rau in den 70er Jahren, 80er Jahren versöhnen statt spalten. Das ist wichtig. Aber neu entscheidender ist natürlich, dass Herr Biden dafür sorgt, dass die amerikanische Wirtschaft in Zukunft noch besser zupacken kann, die Infrastruktur nach vorne gebracht wird. Digitalisierung weiter das große Thema ist, Klimaschutz als ein vielleicht sogar ein neues amerikanisches Wirtschaftswunder aufgebaut wird, wie damals die Infrastruktur mit Eisenbahnen. Damit ist ja durchaus sehr viel jetzt Aktien in der Aktienkultur in Amerika jetzt schon eingepreist. Jetzt weiß man, da kommt was Gewaltiges. Da darf es keine Enttäuschung geben. Also wenn der Senatskongress da sagt, nee, das wollen wir so nicht, gibt es da auch mal einen gewissen Rücksetzer. Aber Amerika will mit China mitstinken, so kann man es sagen. Den Chinesen nicht das Feld überlassen, wie das die letzten Präsidenten gemacht haben, sondern mit dabei sein. Und von daher kann man dann verstehen, dass der S&P so hoch gestiegen ist, auch von der ja, von der Bewertung kann man nicht sagen, das ist ein Schnäppchen, aber Amerika ist wach geworden und das gefällt mir. Das müsste Europa genauso machen, Deutschland auch. Schöne Grüße nach Berlin, demnächst Bundestagswahl. Herr Halvam, in Ihrer Kolumne sprechen Sie auch auf das Verhältnis von Kupfer zu Gold an, und zwar im Kontext der Zinsentwicklung. Ein etwas ungewöhnlicher Zusammenhang. Wo ist die thematische Tangente zwischen Kupfergold auf der einen Seite und dem Zins auf der anderen Seite? Ja, ich mag immer so gerne die etwas plastischeren Beispiele. Kupfer ist natürlich ein harter Zykliker. Kupfer läuft ja dann, wenn die Konjunktur kommt. Und wer wollte bestreiten, dass die Visionen für die Konjunktur in diesem nächsten Jahr nicht schlecht sind? Und Gold ist ja mehr so die Sicherheitsanlage, wo man sagt, naja, etwas braver vielleicht. Nichts gegen Gold, ich bin ein großer Goldanhänger, aber Kupfer hat natürlich jetzt den Lauf, und wenn Kupfer gegenüber der Sicherheitsanlage besonders stark läuft, ist das ein Zeichen dafür natürlich, dass die Konjunktur läuft, und das ist ja eigentlich in der Vergangenheit immer gleichbedeutend gewesen mit einem Anstieg der Renditen, nach dem Motto, naja, wenn die Konjunktur läuft, kommt irgendwann die Inflation, die haben wir ja durchaus schon, diesen Inflationsberg, und dann steigen auch die Renditen. Deshalb benutze ich immer gerne diesen Zusammenhang Kupfer gegen Gold gegen die Renditen. Frage ist natürlich die spannende Frage, ob die Renditen jetzt wie früher bei Konjunkturaufschwüngen genau die Renditeentwicklung nach oben machen, wie wir das gewohnt waren. Okay, bleiben wir dann auch gleich nochmal bei dem Zinsmarkt ein wenig stehen. Wenn sich eine Konjunktur erholt, so wie derzeit, dann ist es ja normal und völlig nachvollziehbar, dass eben auch das Zinsniveau tendenziell steigt, zumindest im freien Markt. Wenn dann auch noch die Inflation mit anzieht, dann haben wir ja im Grunde genommen möglicherweise eine Nullrunde, was den Realzins angeht. Muss der Zinsrahmen einen typischen Aktienanleger also nervös machen? Nein, das bin ich ganz klar. Diese Frage kann man mit 4 Buchstaben mit Nein beantworten, denn wir haben es nicht mehr mit den klassischen Geldpolitiken der Vergangenheit zu tun. Die Älteren unter Ihnen haben die Deutsche Bundesbank natürlich noch in Erinnerung. Da wurde ja schon, wenn nur die Inflation auch nur ein bisschen am Horizont meinte, das Köpfchen aus dem Boden emporstrecken zu müssen, die Zinsen erhöht. Das geht nicht mehr, weil es heute nicht nur mehr darum geht, die Konjunktur fit zu kriegen und dann dem Motto, wir haben die Arbeit gemacht, wir Notenbanker, wir können jetzt dann wieder uns zurückziehen und die Zinsen wieder erhöhen. Nein, es gibt ja heute zwei sehr wichtige Zusatzaufgaben. Die eine ist natürlich die dramatische Überschuldung. Die ganze Welt ist überschuldet. Wir ersaufen in Schulden. Und man möge mir bitte herleiten, wie wir die Schulden noch einfangen können, wenn die Zinsen steigen. Amerika wird Ende des Jahres bei 35 Billionen Staatsschulden sein. Wenn man die Zinsen um 1% im Durchschnitt nach oben treiben würden, über alle Laufzeiten, würde das bedeuten, Amerika müsste nochmal 350 Milliarden Dollar Zinsen nur für die Staatsschulden zahlen. Da bin ich noch nicht bei Unternehmen, bei Banken oder bei den Privaten, die auch bis
Oberkante, Unterlippe verschuldet sind. Also ist das nicht mehr möglich, dass das geht. Die andere Aufgabe ist natürlich, eine US-Notenbank hat immer sich von amerikanischen Karren der Interessen spannen lassen. Das war so in der Zeit des Kalten Krieges. Also Ronald Reagan hat mit Hilfe der Notenbank auch die Sowjets kaputt gerüstet und jetzt will Biden auch mit Hilfe des Billengelds der US-Notenbank die Chinesen in Schach halten, indem die Notenbank eigentlich den infrastrukturellen Aufbau, Klimaschutz Amerikas finanziert. Da kann man die Zinsen nicht großartig erhöhen. Und wenn sie erhöht werden, jetzt kommt der billige Trick der amerikanischen Notenbankpolitik. Ja, die Renditen steigen. Wenn aber die Inflation, Sie haben es erwähnt, mindestens kompensierend eingreift, ich bin sogar der Meinung, dass sie überkompensierend eingreift, dann hat man ja keine Angst vor Zinsen. Warum ist es denn attraktiver, am Zinsmarkt Geld anzulegen, wenn die Inflation mir alles wegfrisst? Das macht ja gar keinen Sinn. Also von daher muss ich für die Konjunktur Sorgen machen, dass sie nach Inflation zu teures Geld bekommt. Und die Anleger müssen auch ganz klar erkennen, Zinssparen wird nicht interessanter, wenn die Inflation läuft. Man kann es auch so formulieren. Früher war die Inflation immer ein Feind der Aktienmärkte, weil Inflation bekämpft wurde durch Notenbanken. Wenn sie heute nicht bekämpft wird, dann ist es durch einen Freund. Ich habe noch eins vergessen, bei puncto Inflation. Wenn die Inflation oberhalb von den Zinsen steht, ist das übrigens auch sehr attraktiv für die Entschuldung eines Landes. Amerika hat nach zwei Weltkriegen, nach Vietnamkrieg, nach dem Golfkrieg, haben sie immer gerne die Inflationierung angeschmissen, um ihre Verschuldung in den Griff zu bekommen. Das machen sie jetzt genauso. Und das Motto der Amerikaner wird auch bei der EZB angewendet nach dem Motto von Amerika lernen als siegen lernen. Wenn Sie jetzt den Herrn Olli Rehn, das ist ja der Vertreter der finnischen Notenbank, früher eine Stabilitätsnotenbank, der Vertreter bei der EZB, wenn er sagt, wir müssen über diesen Buckel der Inflation hinwegschauen, weil es nach runter geht, heißt das, Inflation kümmert uns nicht mehr. Wenn sowas früher ein Bundesbanker gesagt hätte, man hätte ihn wahrscheinlich sofort abgeführt. Aber die Überschuldung und auch Europa muss ja was für die Zukunft tun. Klimaschutz finanzieren, Infrastruktur, Digitalisierung. Wir kommen an üppigen geldpolitischen Bedingungen nicht mehr vorbei. Die EZB wie die FED oder weltweit die Notenbanken sind dazu gezwungen, wie Sankt Martin zu sein, barmherzig zu sein, weiterhin die Systeme zu schmieren. Sonst macht es Puff, Bang, Paff. Und da haben wir ein ernstes Problem mit der Schuldenkrise. Das will keiner mehr. Nun bleiben wir mal bei etwas stehen bei den Notenbanken. Wir haben die Notenbanken zum einen ja in ihrer Geld- und Zinspolitik, aber zum anderen auch als Einflussfaktor für den Markt über die massive Liquiditätsflutung in den letzten Jahren oder Monaten. Nun kann man sich die Frage stellen, wenn dieses Alibi wegfällt, Konjunkturschwäche aufgrund dieser Sondersituation im Kontext von Corona, wenn dieses Alibi wegfällt, wenn die Wirtschaften wieder Vollgas geben, die amerikanische, die chinesische Wirtschaft, also im Grunde genommen so ein bisschen der Grund entfällt, weshalb die Notenbanken doch volle Pulle auf das Gaspedal drücken müssen. Was passiert dann in Bezug auf die Assetkäufe der Notenbanken? Was passiert in Bezug auf die Liquiditätsflutung? Und könnte es passieren, dass auch den Aktienmärkten dann im Grunde genommen demnächst so ein bisschen der Sprit im Tank fehlt? Sie haben vollkommen recht. Wenn es so käme, wie Sie beschrieben haben, hätten die Aktienmärkte ein Riesenproblem. Weil die Liquiditätshosse, dieser Anlagenotstand, es gibt keine Zinsen mehr, in der Inflation sowieso nicht mehr. Sozusagen der Weltspartag ist kein Freudentag mehr, sondern ist zum Volkstrauertag, nach Inflation zum Toten Sonntag geworden. Wenn sich das umkehrt, wenn auf einmal die Parkmöglichkeit im Zinsbereich mehr da wäre, dann würden die Aktienmärkte, ja, dann würden sie aber sehr kräftig in sich zusammenfallen. So. Das wird aber nicht passieren, weil natürlich die Notenbanker wissen, das hatten wir ja schon mal. Das hatten wir ja schon mal zur neuen Marktzeit, Dotcom-Blase oder zur Finanzkrise. Wenn die Märkte einbrechen, hinterlässt das ja bei uns Individuen, wir sind ja wirtschaftspsychologisch empfänglich, bei Konsumenten, bei Unternehmen natürlich einen sehr schlechten Eindruck. Dann wird keiner mehr großartig konsumieren und investieren wollen. Dann ist der Schock da. Wollen wir das nochmal haben? Nein, das wird man nicht mehr machen seitens der Notenbanken. Also wird man, ich habe es ja eben gesagt, mit diesem Trick arbeiten. Ja, die Renditen steigen, werden aber von der Inflation überholt, ja, links liegen lassen sozusagen. Und damit ist eben für den Aktienmarkt klar, nö. Da brennt, da kommt kein großer Feind. Der Rentenmarkt ist K.O. geschlagen und ich habe gar keine Chance, dass er nochmal aufsteigt, bevor der Ringrichter bis 10 zählt. Aus der Nummer kommen wir dann auch nicht mehr raus. Das ist eine politische Aussage auch.
kein Politiker will eine Notenbank, die die alte Stabilität einer deutschen Bundesbank auch nur annähernd wieder erreicht. Das wäre wünschenswert für viele Anleger, für mich auch. Ich komme ja auch, bin auch ein Stabilitätsanhänger. Aber das können wir uns heute nicht mehr leisten, weil wir sonst ärgste Probleme bekommen. Und wenn alle vor dem Fernseher sitzen und die Aktienmärkte crashen, wie wir das gehabt haben, dann haben wir heute einen Aktiencrash und übermorgen haben wir eine massive Rezession. Das will keiner mehr haben. Und auch ein Olaf Scholz, Finanzminister, ist doch dankbar, dass er sein Geld nicht nur umsonst bekommt, sondern damit Geld verdient, wenn er Schulden aufnimmt. Wer möchte auf diesen Vorzug denn verzichten? Richtig, niemand. Und ich glaube, der Zug, und ich bin kein Anhänger von der Aussage, diesmal ist alles anders, aber wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Die Notenbanken haben die Tür geöffnet und kriegen sie jetzt nicht mehr zu, weil ansonsten unsere Finanzwelt in Bedrängnis wäre. Nochmal, mit Stabilität hat es nichts mehr zu tun. Ich würde sagen, es ist eine 6. Warum eine 6? Weil es keine 7 gibt. Aber das ist die Realpolitik, von der früher ein Helmut Schmidt immer gesprochen hat, dass man auch entgegen des Mainstreams oder entgegen der vernünftigen politischen Entwicklungen auch mal 5 gerade sein lassen muss. Und wenn wir über die weitere wirtschaftliche Entwicklung sprechen, dann hängt das natürlich auch damit zusammen, wie man vorankommt in Bezug auf die Covid-Bekämpfung, also Stichworte Impfung. Deutschland hat hier nicht immer die beste Figur abgegeben. Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage Deutschland, Europa auch im Vergleich zu USA, China? Was bedeutet das für die weiteren Konjunkturperspektiven? Nein, Deutschland, Europa, die haben keine bella Figur gemacht. Man hätte viel schneller Impfstoffe bestellen müssen, auch wenn es viel Geld kostet. Aber wenn Wirtschaftsexperten ja sagen, dass ein Lockdown in der Woche ja 3 bis 3 Milliarden kostet, dann wäre es gut investiert zu gewesen. Am Anfang an gesagt zu haben, wisst ihr was, von BioNTech, alles, was ihr produziert, im Vergleich zu Pfizer, die arbeiten ja zusammen, die Amerikaner wollen ja auch ihre Dosen haben. Wir kaufen alles auf und dann nehmen wir das, was wir für uns Deutschland brauchen, auf und den Rest verschenken wir in Europa. Damit hätten wir Europa einen Gefallen getan, damit hätten wir dem Impfnationalismus dieses dumme Argument das Wasser abgegraben und wir wären natürlich viel schneller in der Lage gewesen, auch wieder zu öffnen, was auch wichtig ist für die Psyche, dass die Konjunktur stattfindet. Aber jetzt kommt das, gut, sehr schön, wenn das immer so weit kommt, dass eben, das weiß ich, dann Ende des Sommers so viele geimpft sind, dass man vielleicht sogar von Herdenimmunität sprechen kann, ist das ja positiv. Dann kommt ja Schwung rein, dann macht die Wirtschaft auf, aber Amerika ist sicherlich weiter. Israel ist weiter, die Briten sind weiter. Also da müsste man jetzt noch mehr Gas geben. Aber wenn man das schafft, wunderbar, dann muss man ja für die Konjunktur nicht negativ gestimmt sein. Aber noch einmal, auch wenn es in Europa passiert, die EZB wird das weitestgehend ignorieren. Sie wird weiterhin Vollgas geben. Herr Halver, ich würde das Gespräch gerne abrunden mit einem Blick nach vorn. Sie hatten vorhin ja auch schon so ein bisschen die Branchenbetrachtung aufgegriffen. Was sind die großen Investmentthemen für Sie, die man als Anleger derzeit auf dem Radarschirm haben sollte? Und welche Regionen halten Sie dabei für besonders aussichtsreich? Ja, es gibt einen Klassiker seit 2009, das ist die Liquiditätshosse. Das Megathema schlechthin. Die Konjunktur kann noch so laufen, wie sie will. Die Gewinne können noch so explodieren, wie sie wollen. Die Liquidität ist wie der Staudamm, der sozusagen bricht und dann sich in das Tal vorarbeitet, in dem Fall das Aktiental und alles nach oben gespült hat. Das wird uns nicht verlassen. Nochmal, etwas weniger neue Liquidität, aber netto immer noch Plus, kann man als restriktiv betrachten, genauso wie man sagen kann, wer 250 über die Autobahn fährt, dann nur 32, fährt ja auch nicht mehr so schnell, obwohl es ja absolut betrachtet immer noch sehr schnell ist. Das Thema bleibt erhalten. So, dann das zweite Thema, das ist natürlich nach wie vor die konjunkturelle Belebung, was ja gerade den zyklischen Werten in Europa, speziell Deutschland, zu Passe kommt. Das sehen wir ja dann, dass Deutschland zumindest als Performance-Index ja mit den amerikanischen Indizes mithalten kann. Ich glaube auch, dass die zweite Reihe im Laufe des Jahres noch mehr sich entwickeln kann, der MDAX, SDAX, auch TechDAX, da komme ich gleich nochmal zu, weil einfach da unsere Patente liegen, unsere Industriepatente. Deutschland kann ja was. Wir dürfen ja nicht die Wirtschaftspolitik gemacht wird mit den hervorragend aufgestellten deutschen Unternehmen der zweiten und dritten Reihe auch vergleichen. Also da werden wir sehen, da passiert was. Der Klimaschutz, ja, ist ja nicht nur eine schöne ideologische, ideelle Größe, sondern da sollte man auch Geld verdienen. Das ist ja wichtig. Aus meiner Heimat da Rhein-Braun, ja, die Leute, die da über RWE oder wo auch immer Rhein-Braun einen tollen Job haben, die wollen doch nicht nach der Bundestagswahl das bedingungslose Grundeinkommen. Die wollen gute Jobs haben. Also es ist auch wichtig, dass man über Klimaschutz
mit grünen Alternativen, mit grünem Stahl. Was dauert seine Zeit? Also in der Bürokratie müssen wir auch arbeiten, aber dass die eine Perspektive haben, ist ja wichtig. Wenn ich einem was wegnehme, muss ich aber eben auch die Möhre von Mund halten und sagen, wie dem Esel, das ist nicht persönlich gemeint, aber hier, es lohnt sich für dich weiter zu arbeiten. Das muss Politik wieder begreifen. Also soziale Marktwirtschaft muss wiederbelebt werden. Bitte keinen Neosozialismus. Den brauchen wir nicht. Der funktioniert nicht, der hat nie funktioniert. Ich habe immer gesagt, lest nicht Karl Marx, lest Ludwig Erhard. Soziale Marktwirtschaft, eine Wirtschaft so modern halten, innovativ halten, dass sie so viel abwirft, dass sie Jobs und Sozialleistungen ermöglicht. Ist ein Karlauer, Soziales, was Arbeitsplätze schafft. Das ist unheimlich wichtig, dass man das nicht vergisst. Also zyklische Unternehmen, genauso wie Klimaschutz, bleibt wichtig. Und dann das Thema Digitalisierung, das ja auch im TechDAX vorhanden ist. Die Digitalisierung ist ja nicht zu Ende, nur weil wir tolle Ergebnisse haben bei der Berichtssaison, wo man sagt, wir können mal ein bisschen halblang machen. Ja, jetzt ja, aber das wird wiederkommen, weil die Ersetzung des Menschen durch die Maschinen, das ist kein One-Hit-Wonder, das ist ein Evergreen. Wie, was weiß ich, Ciao, Ciao, Bambina in Italien, ja, Atemlos, gibt es auch einen Schlager in Deutschland. Das bleibt absolut wichtig. Man muss aber mit der Rotation spielen. Das heißt, einmal laufen die Hightech-Werte, wenn die zurückgekommen sind, dann wird man wieder sehen, da laufen die zyklischen Werte, die konjunkturabhängigen Werte, dann läuft Klimaschutz. Das Wasserstoff auch mal, ist ja schon mal gelaufen, eingebrochen, ach, das wird wiederkommen. Auf der Regionebene, ja, es hat im Augenblick natürlich Europa und Deutschland, weil wir das industrielle Herz immer noch sehr stark sind der Welt, einen Lauf. Aber wenn auch sehen die Schwellenländer, die im Augenblick mit Covid ja zu kämpfen haben, wenn das wieder eingegrenzt ist, laufen die auch wieder. Und Amerika, tut mir leid, das ist der Daddy des Kapitalismus, auch des Aktienkapitalismus. Darf man nie vergessen, die Amerikaner, wie oft wurden die totgeschrieben, ja, die kommen immer wieder raus, die darf man eben auch nicht vergessen. Aber wichtig nochmal, dass man die Rotation spielt und wenn Länder wie Amerika so viel Schulden machen, ich möchte auch noch zwei, drei Sätze zu Schulden sagen. Es gibt die guten und die schlechten Schulden. Die schlechten Schulden sind, wenn der Staat meint, nur mit noch mehr Sozialleistung, mit wahlpopulistischen Geschenken Wähler gefügig zu machen, damit sie einen wählen. Guten Schulden sind die Schulden, die man aufnimmt, um eine Infrastruktur der Volkswirtschaft so auf Vordermann zu bringen, dass sie Unternehmen anreizt, zu investieren, Arbeitsplätze aufbaut, dass Steueraufkommen und Konsum wieder möglich ist. Das sind die guten Schulden, weil den Schulden ein Vermögen gegenübersteht. Ist wie beim Immobilienkauf. Wenn jemand zur Bank, Sparkasse, Volksbank geht, einen Kredit aufnimmt für eine Immobilie, sind das gute Schulden. Gute Schulden sind es nicht, wenn man meint, mit einem Kredit, ich sage es jetzt mal etwas spaßhalber, den Kegelclub nach Mallorca einzuladen. Also muss ich mal sehen, wofür man Geld ausgibt. Und Deutschland und Europa können durchaus mehr Geld ausgeben, wenn es in die Zukunft gerichtet ist. Nicht für irgendwelche Dinge, dass man sagen kann, wählt mich, weil ich fülle euch die Portemonnaies. Die müssen nachgefüllt werden, nicht am Anfang. Das war Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank. Herr Halver, vielen Dank für das Gespräch, für Ihre erfrischende Ausdrucksweise, bildhafte Sprache. Toll, wie Sie mit dem Markt umgehen. Gerne. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Investment in dieses Gespräch. Und liebe Zuschauer, vielen Dank auch Ihnen, dass Sie mit dabei waren hier im Rahmen von Bernecker TV. Ich darf Ihnen noch einen sehr guten, sehr erfolgreichen Tag wünschen. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Vielen Dank, alles Gute für Sie. Glück auf.